Samus, was tust du? Hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime. Im letzten Part haben wir das Labor der Piraten betreten und es wird immer aufregender und gruseliger und spannender. Es geht. Ah, jetzt komme ich hier. Ah! Gut, es geht gleich mit voller Action wieder. Uiuiuiui! Bam! Voll weggefetzt! Das Vieh, wow! Junge, schieß doch nicht. Schieß mich nicht ab. Hallo. Nicht abknallen. Und pam. Und pam. Was das, ja? Oder will doch jemand? Wow, wow. Oh, man. Voll ins Getümmel. Wo bist du? Wo bist du, Junge? Ich seh dich doch. Ha, wusste ich doch. Und bam ins Gesicht. Schön. Oh, da habe ich den letzten Part direkt vor einer spannenden Stelle aufgehört. Finde ich gut. Denn hier kriegen wir jetzt wieder was sehr Schönes. Ball für mich. 50% der Datenbankeinträge scannen. Oh yeah. Wunderbar. Lass mal das hier scannen. Gab's hier noch was? Hier gab's noch was. Jawohl. Gab's da oben noch was? Nö. Nö. Okay. Dann müssen wir jetzt hier aktivieren. Und hopp. Und aktivieren. Und hier aktiviert sich der nächste Schalter, den wir natürlich auch gleich aktivieren werden. Denn wenn ich den weiß, wo man hier kommt. Ah, da. Hab schon gefunden. Und hupf. Und hupf. Wow, das war eng. Aber hab's noch geschafft. Wunderschön. Aktivieren. Ah, und da aktiviert sich langsam ein Mechanismus. Und hier sind wieder so Gyros-Generatoren, ja. Die wir nach unten. Wie heißt es? Drehen. Hallo, lass mich rein. Danke. Und hupf und hupf und hupf. Hupf. Und Nummer 3. Wupp, 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 wupp. Und Nummer 4. Und Leucht. Ah, Planeten. Aha. Und hier, was ist das? Was ist das? Ich freue mich schon. Was ganz Tolles. So, aber hier muss ich nämlich erstmal hier die Planeten scannen. Nämlich, das ist auch ganz wichtig. Die verraten was über den Planeten. Planet Billium, das ist unwichtig. Tabula Zwilling ist auch unwichtig. Was ist das? Talon 4, das ist der Planet, auf dem wir uns befinden. Den lese ich doch mal vor. Profil. Studien des Ökosystems zeigen deutlich, dass sich Talon 4 vor dem Einschlag eines Meteoriten im biologischen Idealzustand befand. Seit dem Aufprall befindet sich die Biosphäre ausgelöst durch fasernhaltige Strahlung im Niedergang. Bei der momentanen Zufallsgeschwindigkeit wird Talon 4 voraussichtlich binnen 25 Jahren zu einem kargen Ödland der Klasse 13 werden. Ja, was Fasern ist, das erfahrt ihr noch. Planet Cebes, das ist der Vorgänger von diesem Metroid, also Metroid 1. Da fand auf Planet Cebes statt. Profil. Planetenkruste besteht überwiegend aus urtischem Erz. Dadurch bietet der Planet ideale Bedingungen zur Errichtung unterirdischer Anlagen. Als Planet der Klasse 19 ist Cebes für die meisten Lebensformen als unwendig einzustimmen. Dieser Planet blieb, weil es geht unbemerkt, bis er zur Basis der Weltraumpiraten wurde, ja. Und wo sie dann von Samus grandios vernichtet wurden. Und ich glaube, das war's schon, oder? Das war's schon, glaube ich, von diesen Scans her, ja. Ja, ja. Gut, dann holen wir uns jetzt doch mal das Item, was da oben erschienen ist. Das ist mega geil. Oh, ist das geil. Das geil. Das geil. Und ja,
Jau! Wow, das war knapp. Und jau! Und jau! Und da ist es! Da ist es! Da ist es! Ja! Ich freue mich! Ich freue mich! Yeah! Super Missile erhalten! Diese gewaltige Attacke verbraucht jeweils 5 Missiles! Unter Verwendung des Power Beams bitte zum Aufladen A gedrückt halten. Bei maximaler Aufladung Y drücken, um abzufeuern. Ach, das ist schön, Leute! Also bevor ich, das zeige ich euch im nächsten Gefecht dann erstmal. Hier ist zur Information ein Speicherraum, nur mal so am Rande. Ah, das will ich jetzt noch nicht speichern. Denn ich möchte noch weitergehen. Aber im nächsten Kampf zeige ich euch dann mal die Super Missile. Wapp, wapp, wapp. Die sind mega geil, Leute. Oh, mega geil, sag ich. Dummes Vieh. Lalala. Ah, hier kommen wir jetzt schon hier hin, okay. Und hier geht's dann zu dem Seitenteil des Labors. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Woher ich das weiß, rechts oben auf der Karte sieht man das. Nur mal so am Rande. So. Und hier rüste ich schon mal mein Powerbeam aus, denn den werde ich jetzt benutzen, brauchen. Denn, wow, wir werden angegriffen. Wow, 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 wow. Hallo? Vieh! Stirb! Hallo? Viecher? Viecher, ah. Miau! Und miau! Wo sind noch mehr? Wer will Krieg? Wer will Krieg? Ah, du willst Krieg. Miau und bam! Und jetzt kommen sie. Die Flugpiraten! Erstmal scannen. Typisch Zero. Fliegender Pirat. Für den Luftbodenangriff. Ausgebildete und ausgerüstete Piraten. Fliegende Piraten zeigen in der Luft ausgezeichnetes Manövriervermögen. Allerdings lässt sich das Hitzemuster ihrer Antriebssysteme hervorragend mit Wärmebildtechnik erfassen. Ihre Raketen sind potente Waffensysteme, was auf gewisse Weise auch auf ihre Antriebssysteme zutrifft. Fällt nämlich das System aus, stützen sich die fliegenden Piraten gemäß ihres Codex in einen Selbstmordangriff. Hier, yeah, und da zeige ich euch jetzt mal die Super Missile. Die gefolgt, wow, die ziehen ganz schön rein. Aufladen und dann BÄM! Und tot. Normal würden die 3 oder 4 aufgeladenen Schüsse aushalten. Der Super Missile! Yeah! Wer will mehr? Will noch jemand? Will noch jemand? Du willst! BÄM! Noch jemand? Ah! Miau! Noch jemand, ja? Okay. Miau! Und was halt hier von dem Super Missile? Schön, oder? Natürlich dieselbe Eigenschaften wie normale Missile. Verfolgen natürlich die Ziele. Das finde ich sehr geil. Aber wir brauchen leider 5 Missiles. Aber naja, ist zu verkraften. Deswegen lohnt es sich, jeden einzelnen Missile-Container einzusammeln, den man sieht. Das wisst ihr auch warum. Los, gib mir Raketen. Verdammt. Raketen. Ich will Raketen. Ja, ich zeige euch mal ein späteres Secret übrigens. Nämlich, nein, falsche Seite. Nämlich hier ist eine Eisschicht, die man mit Hitze beschädigen kann. Nur mal so am Rande. Dazu später mehr. So, wo kam ich denn jetzt her? Und da kam ich her, also muss ich da rein. Ja, Super Missile ist schön, ne? Finde ich auch. Ist wirklich ein tolles Item. Und jetzt runter. Ah, jetzt wieder so ein Elektro-Gedöns. Tschüss. Und tschüss. Und Nummer 3. Tschüss. Ah, und hier komme ich zu was ganz Bösen. Ich höre euch doch. Ich höre euch doch ganz genau.
Nämlich kommen wir hier zu... Ich höre noch die Weltraumpiraten. Einer Qualle. Mit Stacheln. Ich höre doch die Weltraumpiraten. Willst mich doch verarschen. Wo höre ich dich? Du Elender. Na gut, das kennen wir doch erstmal. Was ist? Das macht mir irgendwie Angst. Da warten sie schon, oder? Wusste ich's doch. Da patrouillieren sie schon und warten auf, dass ich ihnen öffne. Aber ich scanne erstmal das hier. Bereich Typisierung. Talon Metroid. Ja, die Namensgeber der Serie. Infolge der Einwirkung durch Fason mutierter Metroid. Ähnlich wie die dominierende Spezies von SR388, also Zeebs, der Metroid kann auch der Talon Metroid jeglicher Lebensform Vitalkraft entziehen. Dazu klammert er sich an seine Beute, absorbiert ihre Energie und nimmt dabei an Größe zu. Durch den Wechsel zum Morphball mit anschließendem Einsatz einer Bombe lässt sich ein Talon Metroid abschütteln. Und natürlich wäre das anders erwartet, jetzt flieht es aus seinem Gefängnis. Und du stirbst jetzt. Ja, und in diesem Modus sind sie unbesiegbar. Aber jetzt ist er da. So, ihr Weltraumpiraten. Wollt ihr Krieg? Du willst Krieg. Okay, los, auf geht's. Na los. Na los. Und... Super Missile! Musste sein, sorry. War gerade so episch. So, wo? Ich knall dich von hier oben ab, keine Angst. Und? Nicht lecken, Spiel. Danke. Ham! Wow, wo? 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 Ich höre euch doch. Ich höre euch. Ich höre... Was zur Hölle? Wo? Mann, wo bist du? Freundchen! Wo bist du? Hallo, Freundchen! Okay, ich gehe einfach mal runter. Ich werde eben abgeknallt, aber von woher? Null Ahnung. Ah, von da unten. Hallo, na? Und tschüss. Ich werde immer noch abgeknallt. Reicht aber hier, ja? Wow, Metroid. Oi. Stirb, Junge. Na, komm. Stirb, Mann. Oh, fuck. Wow. Stirbst du jetzt? Ey, der will nicht sterben, ja? Jetzt, endlich. Da will jetzt doch hier jemand Schrambole mit mir. Nicht, okay. Gut, dann wieder hier scannen, weil das ja klar ist. Und hier ist ein Energietank. Den hole ich mir doch gleich. Wow. Energietank erhalten. Yeah. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? 6 Energietanke, wow. Oder Tanks, Tänke? Egal, ihr wisst, was ich meine. So, hier, Aufzug. Gibt's hier Scans? Da gibt's Scans. Scans? Und Scans? Und... Ja, jetzt kann ich ja mal verraten, was hier in den Einträgen so steht. Ja, die Weltraumpiraten haben mit einem unbekannten Mutagen, wer nicht weiß, was das ist, das ist ein Stoff, der Mutationen hervorruft, also Veränderungen am Körper zum Beispiel oder so. Und ja, sie haben mit Fason herum experimentiert, weil das ist ein leistungssteigerndes Mutagen. Und haben es sie haben ja auch so mit, hier oben ist übrigens noch geil, ist das so jetzt mal zu holen, haben ja Metroids gezüchtet und repliziert. Und da haben sie rumexperimentiert, haben zum Beispiel Fason auf diese angewendet
wodurch auch der Talon Metroid entstanden ist. Der ist widerstandsfähiger und kräftiger als ein normaler Metroid. Und dasselbe haben sie auch an ihren eigenen Landsleuten versucht, aber dazu später mehr. Und ja, sonst steht eigentlich so in den Einträgen nur, dass sie beim Umgang mit Fason aufpassen müssen, da das stark radioaktiv ist. Wow, und das war knapp gerade. Das ist hier Pixelarbeit. Und dass sie sich doch vor der Jägerin in Acht nehmen soll, damit ist Samus gemeint. Denn wie ihr alle wisst, ist Samus der Erzfeind der Weltraumpiraten. Und sie haben auch versucht, die Anzugtechnik von Samus nachzuahmen, zum Beispiel den Morphball. Da kann man in einem Eintrag lesen, dass da sogar Weltraumpiraten draufgegangen sind bei dem Versuch. Also ganz brutal, was sie hier gemacht haben. Wenn es interessiert, den soll ja mal schreiben, vielleicht mache ich am Ende noch das Let's Play mal ein Let's Read, da kann ich ja das alles mal vorlesen. Aber wie gesagt, nur wenn ihr wollt, also ich brauche das nicht unbedingt. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr sowas wollt oder ob ihr sowas toll findet. Ich würde es gerne als kleines Special raushauen. Aber hier erstmal scannen alles, scannen. So, gibt hier noch irgendwas? Ah, hier. Hier. Ist noch was Rotes? Jawohl. Immer schön alles absuchen. So wie sich das gehört. Außer ihr wollt nicht den kompletten Spielstand, dann wisst ihr natürlich das nicht. So, und hier sind übrigens noch Überreste von Fason-Versuchen an Parasiten. Das war nämlich auch auf dem Raumschiff ganz am Anfang. Der Parasit war durch Fason angereichert und dadurch enorm an Größe zugenommen, habt ihr ja gesehen. Und ja, ich schwafel schon wieder viel zu viel. Denn meine Zeit ist eigentlich schon vorbei. Gut, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir durch diese Tür hier. Wir haben da heute viel geschafft vom Labor, würde ich sagen, in einem Part. Im nächsten Part, wie gesagt, lassen wir uns da hinunterfallen. Und ich würde dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, also dann, bis dann. Ciao, Leute.